Herzlich willkommen beim nächsten Video auf meinem Kanal und das hier ist ein Naxxon Hunting Guide in 2023. Einige Leute werden sich wahrscheinlich fragen, ja, welche Klasse ist denn sehr, sehr gut fürs Hunt? Bei der ersten Kategorie werde ich euch ein paar Klassen vorschlagen, die sehr, sehr gut fürs Hunting sind. Und zwar werdet ihr dort von der passiven profitieren. Jedoch ist es mehr oder weniger Min-Maxing, wenn ihr bisher einen Hunting-Char habt, dann bleibt bei denen, denn zu wechseln lohnt sich nicht unbedingt. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und zwar ist der beste Hunting-Char für den meisten Schaden der Striker in der Succession. Was den Striker beim Jagen so stark macht, ist, dass er bei seiner Passive 25% Crit-Chance hat, beziehungsweise kritischer Trefferquote. Und damit ist es halt die Klasse, die bei ihrer Passive die meiste Crit-Chance hat. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der nächsten Klasse an. Und zwar ist das die Mystic auch in der Wiedergeburt, beziehungsweise Succession. Die Mystic hat in ihrer Succession 20% Crit-Chance, 2% Bewegungstempo und 2% Attack-Speed. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass Angriffstempo ebenfalls einen Einfluss auf Jagen hat, beziehungsweise Nachladen und wie schnell ihr schießt. Dann würde ich sagen, reden wir direkt über die nächste Klasse auf Top 3 und zwar ist es die Shall. Der einzige Nachteil, was die Shall hat, ist, dass sie halt aufgrund, dass sie so klein ist, nicht so gut die Wölfe treffen kann. Jedoch hat die Shall Attack Speed Buff, wovon die beim Hunting profitiert. Von daher, solange jetzt keine Wölfe jagen geht, ist die Shall sehr gut fürs Hunten. Die nächste Klasse, die relativ gut fürs Hunten ist, ist der Muser. Und zwar hat der Muser in der Succession 15% Crit Chance und profitiert dort ebenfalls vom höheren Damage. Die nächste Klasse, die ich mit einfügen werde, ist die Guardia in der Succession. Und zwar hat die Guardia in der Succession 10% kritischer Treffer Schaden und 10% Crit Chance. Von daher, wenn ihr die Guardia jetzt als Hunting-Char habt, ist die auch vollkommen in Ordnung. Da sind wir jetzt auch bei den Musketen angelangt und einige werden sich wahrscheinlich fragen, wenn ich mit Hunting anfange, was für eine Muskete soll ich denn ausrüsten? Kleiner Tipp, oben am Wachstumspass könnt ihr auch gratis eine Muskete bekommen. Dafür müsst ihr lediglich unter Jagd und Schlachten gewisse Quests abgeschlossen haben, um diese Muskete zu bekommen. Und zwar sind das insgesamt nur 8 Quests. Und alternativ könnt ihr dann mit der Jagdmuskete des Gesellen oder Kenners anfangen. Wenn ihr jedoch Kenner 10 erreicht habt oder 400 Mastery habt, würde ich euch vorübergehend die Jagdmuskete des Fachmanns empfehlen auf plus 10. Diese kostet im Moment nur 105 Millionen, wenn ihr die pre-ordert und das ist sehr, sehr günstig. Und diese werdet ihr nur so lange benutzen, bis ihr Fachmann 10 erreicht habt. Die beste Muskete fürs ganz normale Hunten ist die Jagdmuskete des Meisters auf plus 10. Diese kostet derzeit 745 Millionen Silber und ist ihr Geld wert. Und sobald ihr dann Fachmann 10 erreicht habt, habt ihr dann die Möglichkeit, diese Muskete auszurüsten. Und diese werdet ihr dann beim Jagen für immer benutzen. Bei dem nächsten Punkt reden wir über die Jägerkleidungen, was für welche es gibt. Von den ganzen Jägerkleidungen gibt es einmal Laube und Manos und dann noch das Blaue. Von Laube würde ich aber eher abraten, da das viel weniger XP gibt. Und Preis-Leistung würde ich eher die Tri-Manos-Jägerkleidung empfehlen, wenn ihr beim Jagen nicht so viel Silber ausgeben wollt. Wenn ihr bereit seid, 5 Milliarden für eine Jägerkleidung auszugeben, würde ich euch dann die Jägerkleidung auch von Manos auf Stufe Ted empfehlen. Diese Jägerkleidung hat insgesamt 259 DP und reicht vollkommen aus, die Wölfe zu jagen. Und beide Jägerkleidungen haben ebenfalls 25% Jagd-EP. Der Unterschied zwischen der Tri- und Ted-Jägerkleidung ist, dass die Ted-Jägerkleidung Manos 10 DP mehr hat und dass er dort von 80 Mastery mehr profitiert. Einige werden sich wahrscheinlich fragen, ja, es gibt ja auch Relikte, gibt es eigentlich auch ein sehr gutes Relikt-Set fürs Jagen? Insgesamt gibt es fürs Jagen zwei Relikt-Kombos. Eins, womit ihr schneller nachladen könnt und eins, womit ihr mehr Schaden macht. Jedoch würde ich euch von den beiden angezeigten das untere empfehlen, da ihr dort viel, viel mehr Stats bekommt. Was auch noch sehr wichtig ist, ist zu beachten, dass es einmal Mana-Schmuck gibt und einmal Laube-Schmuck. Beide Schmuckarten geben euch mehr Mastery, dadurch macht ihr mehr Profit beim Jagen. Wenn ihr mit Hunting frisch anfängt oder nie was mit Lifeskill zu tun gehabt habt und dazu noch nicht so viel Silber ausgeben wollt fürs Hunten, würde ich euch dann alle Pen-Laube-Schmuckteile empfehlen, da die sehr, sehr gut für ein Preis-Leistungs-Verhältnis sind. Alternativ könnt ihr dann komplett Tri-Manos nehmen. Tri-Manos kostet mehr als das Dreifache, jedoch profitiert ihr dort von der höheren Mastery und mehr Arbeits-XP. Ebenfalls habt ihr die Möglichkeit, mit den neuen Shakato-Siegeln eure Shakato-Siegeln gegen ein Tri-Manos-Accessoire umzutauschen. Davon würde ich aber eher abraten, da es insgesamt 100 kostet und ihr für die Shakato-Siegel viel, viel besseren Stuff bekommt. Da sind wir jetzt auch bei den Seelensteinen angelangt. Und zwar gibt es insgesamt 4 Seelensteine, womit ihr euer Hunting verbessern könnt. Und dann würde ich sagen, reden wir direkt über den Seelenstein der Zerstörung, den ihr ganz günstig kaufen könnt. Bei den Seelensteinen der Zerstörung profitiert ihr von der 4% Attack Speed, dadurch könnt ihr dann schneller nachladen. Dieser Seelenstein ist sehr, sehr günstig und lohnt sich auf jeden Fall fürs Hunten. Und dann würde ich sagen, reden wir direkt über den nächsten Seelenstein und zwar ist das Träne des Trends. Ganz wichtig bei diesem Seelenstein zu beachten ist, dass ihr den nicht aus dem Zentralmarkt rauskaufen könnt. Bei diesem Seelenstein profitiert ihr von 30% Arbeit-XP, was sehr, sehr viel ist. Diesen Seelenstein könnt ihr nur mit einem Season-Char bekommen. Und dafür müsst ihr auf den Season-Char eingeloggt sein, dann O drücken und unter Vorschläge ist dann eine Questreihe, die Arbeitseinstieg heißt. Sobald ihr dann diese Questreihe abgeschlossen habt, kriegt ihr dann am Ende diesen Seelenstein. Und dann würde ich sagen, reden wir über den teuersten Seelenstein und zwar ist das Karns Herz.
Der Hauptgrund ist, warum ihr euch Karns Herz kauft, ist, dass ihr von 25 Mastery profitiert. Jedoch lohnt sich das nur, wenn ihr ein Mastery Bracket erreicht habt. Was sehr, sehr wichtig ist und was wir mal hin und wieder eine Einlog-Belohnung bekommen, ist dieses Item hier, und zwar ist es der Zauberstein-Gegenstandsmarkierung. Dieses Item könnt ihr auf eure Muskete upgraden und dadurch habt ihr dann mehr Haltbarkeit. Und diesen Zauberstein-Gegenstandsmarkierung kriegen wir entweder von dem Wachstumspass oder von der Einlog-Belohnung, wenn es das mal for free gibt. Und um das zu bekommen, müsst ihr dann lediglich hier beim Wachstumspass bei Jagd und Schlachten gehen und insgesamt 16 von diesen Zielen erreicht haben. Hier gibt es jetzt noch eine optionale Variante, womit ihr 10% mehr Jagd-DP bekommen könnt. Bei dem NPC zum Beispiel Amarin gibt es jetzt eine Jägerkleidung, die ihr kaufen könnt. Diese Jägerkleidung könnt ihr mit dem Kostümtauschschein von dem Pearl Shop kombinieren und mit beidem zusammen macht ihr dann eine Jägerkleidung, die als Skin ausgerüstet werden kann. Jedoch würde ich euch davon abraten, da sich 1500 Pearls für 10% Jagd-DP nicht lohnen. Von daher wartet lieber ab, manchmal kriegen wir die auch in der Einlog-Belohnung geschenkt. Ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil fürs Hunten ist das Eagle Pet. Und zwar geht es dort von Stufe 1 bis 4. Und desto höher der Rang von diesem Pet ist, desto mehr Fleisch kriegt ihr beim Jagen raus. Derzeit am 13.07.2023, wo ich dieses Video hier aufnehme, gibt es das Eagle Pet gerade im Angebot für 880 Pearls. Und wenn ihr Hunting langfristig betreiben wollt, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen zu holen. Alternativ bei diesem Angebot, was gerade verfügbar ist, könnt ihr auch das Lama nehmen, denn das Lama hat genau dieselben Stats wie das Eagle. Einige werden sich wahrscheinlich fragen, ja, ich mache gerade zu wenig Schaden beim Jagen, wie kann ich denn meinen Damage erhöhen? Und zwar schmeißt ihr hauptsächlich beim Jagen einen Elixier-Rotor. Und zwar braucht ihr einmal Schock-Elixier, Wind-Elixier und Arbeitselixier. Diese ganzen Elixiere erhöhen eure Stats unter P. Und dadurch könnt ihr schneller schießen und macht mehr Damage. Für das Jagen gibt es natürlich auch Crystals. Ja, ihr könnt auch Kristalle fürs Jagen verwenden. Die Best-in-Slots-Hunting-Kristalle sind natürlich die Vital-Kristalle Jagd. Diese Kristalle könnt ihr hauptsächlich vom neuen Hunting-Gebiet bekommen. Jedoch werden wir uns bei diesem Video natürlich hauptsächlich auf Naxum fokussieren. Und zwar fragen sich wahrscheinlich, was für Stats geben diese Kristalle. Und zwar bringen diese Kristalle unschlagbare 10 Mastery mehr. Und kosten derzeit, Stand jetzt, wo ich dieses Video hier mache, 500 Millionen. Hier habe ich jetzt ein Crystal-Preset, das könnt ihr dann auch 1:1 übernehmen. Lediglich könnt ihr dort auch ein paar Sachen umändern, da dieses Crystal Set nur für die Löwen gedacht ist. Wichtig ist dabei, dass ihr fürs Jagen die Glorious, also die verstärkten Akrats nimmt und dann noch die verstärkten Orlukas. Von diesen könnt ihr jeweils zwei reinzockeln und diese erhöhen tendenziell euer Attack Speed bzw. Nachladetempo. Zusätzlich, was ihr bei den Kristallen auch noch mit einbauen könnt, sind die verdorbenen Magiekristalle. Dann würde ich euch noch empfehlen, Magiekristall der Unendlichkeit zu nehmen, und zwar ist das Angriff. Damit kommt ihr dann an volle 5 Attack Speed ran, in Kombination mit der Elixier-Rotor, die ich euch gezeigt habe. Und der nächste optionale Kristall wäre dann Magiekristall Qual. Wenn ihr das dann noch mit einbaut, habt ihr die vollen 5 Crit. Bevor ihr dann mit dem Jagen anfangt, würde ich euch dann das empfehlen, und zwar ist das Meeresfrische Kornmehl. Das bringt insgesamt 25 Mastery und Sammeln plus 2. Und desto höher euer Sammeln unter P ist, desto schneller könnt ihr auch sammeln. Wenn ihr diesen Sammelstat anderweitig irgendwie vollkriegt, könnt ihr dann explizit nehmen, denn mit diesem Kornmehl macht er dann auch mehr Damage als mit dem Meeresfrische Kornmehl. Und da sind wir jetzt auch bei dem allerletzten Punkt angekommen, und zwar reden wir jetzt über die ganzen Rotation rund um Naxxion. Dann würde ich sagen, zuallererst fangen wir direkt mit den Wolf-Rotations an, und zwar gibt es dort insgesamt 2 Stück. Und zwar ist die allererste Rotation hier unten, wo ich gerade stehe, da wo dieser kleine Teich ist, rechts von Naxxion. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei den Wölfen handeln wollt, geht ihr einmal hier hin, ne? Da wo ich jetzt gerade stehe. Ihr könnt jetzt ein bisschen Argo ziehen, ne? Und wie ihr jetzt gerade seht, laufen die ganzen Wölfe mit, also zu mir. Ihr könnt dann auch die Muskete hilfreicherweise auch nehmen, ne? So, habe ich jetzt gerade aufgerüstet und dann seht ihr, die gruppen sich, ne? Ihr könnt die halt auch mit der Muskete pullen, ne? Ihr könnt dann auch hier hin, ne? Alternativ sind die dann hier auch gegroovt, wenn ihr diese Gruppe dort drüben gekillt habt. Und als nächstes geht er dann hier hin, ne? Und dann loopt ihr das halt die ganze Zeit. Ihr pullt die dann hier, ne? Groupt die und killt die dann und dann halt immer so weiter. Die zweite Rotation befindet sich hier etwas weiter oben, über diesen Feldboss Naxxion Rauraum. Und zwar geht die Rotation so, die ist ein bisschen kleiner und dort macht ihr eine Stunde etwas weniger Fleisch als bei der anderen Wolfs-Rotation, die ich euch gezeigt habe. Dort müsst ihr euch dann hier hin positionieren, dann diese ganzen Wölfe groupen, die killt ihr dann, ne? Dann könnt ihr optionalerweise dann hier runter gehen, ne? Dann die ganzen Wölfe mitpullen und zu allerletzt geht ihr dann hier runter, groupt die ganzen Wölfe und killt die dann wiederum. So, da sind wir jetzt auch bei den Rhinos angelangt, und zwar bei den Rhinos kriegt ihr die beste XP beim Jagen. Die allererste Rotation von den Rhinos befindet sich rechts von den ersten Wölfen, die ich gezeigt habe, also die erste Rotation. Hier befinden sich dann 1, 2, 3 von den Rhinos, ne? Die könnt ihr dann killen, ne? Es sind halt etwas weniger Mobs, es sind nicht halt so viele wie bei den Wölfen. Und ein bisschen weiter oben sind dann auch noch mehr Rhinos, das ist dann eine komplette Rotation.
Die zweite Rhino-Rotation befindet sich über der zweiten Wolf-Rotation. Diese befindet sich dann hier oben, wo ich gerade stehe, über dem Feldboss für die Jagd, also über den Rau-Rau. Dort hier ebenfalls, ihr pullt einmal den Rhino und den Rhino da drüben, ne? Groupt ihr zusammen, killt ihr dann und sobald ihr die gekillt habt, rennt ihr dann hier oben. Hier sind ebenfalls 1, 2, 3, 4 Rhinos, ne? Die könnt ihr dann ebenfalls groupen, also killen. Also die laufen dann nicht zu euch, sondern laufen durch euch zu und dann könnt ihr die sehr gut backattacken. Danach, sobald ihr diese hier oben gekillt habt, läuft er dann weiter runter und hier ist ebenfalls, sind auch nochmal Rhinos, der hier und der hier und der dort drüben, ne? Und das rotiert er dann die ganze Zeit im Kreis. So, da sind wir jetzt auch bei den Shadowlines angelangt, beziehungsweise Schattenlöwen. Diese Rotation befindet sich hinter der Wolf-Rotation, hinter der ersten. Und dazu müsst ihr dann hier ein bisschen weiter hinscrollen. Diese Rotation ist aber sehr, sehr klein und dort müsst ihr hin und wieder auch abwarten, bis diese ganzen Shadowlines wieder respawned sind. Ne? Hier gibt es einmal 1, 2, 3 und hier drüben ist noch einer. Ne? Das sind halt insgesamt 5, 6 Stück. Ne? Die groupt ihr halt ganz normal und killt die dann und schlachtet die dann ab. Wichtig bei den Shadowlines noch zu erwähnen ist, dass die eher mittelfiel XP geben. Also das ist eher so das zweitbeste für XP bei Naxxum. Und ihr müsst aufpassen, diese Shadowlines können euch auch stiffen, was für einige Spieler sehr, sehr nervig sein kann. Da sind wir jetzt auch bei der zweiten Shadowline-Rotation und zwar befindet sie sich hier oben direkt über dem Feldboss von Rau-Rau, hier oben auf dem Weg. Diese Rotation ist sehr, sehr groß und die kann ich euch schlecht über die Map jetzt zeigen. Deswegen gehe ich einmal um die Rotation rum, wo sich genau die Lines befinden. Und zwar habe ich euch jetzt gerade in der Map erklärt, wo genau die Position, also die Startposition sich befindet. Ne, wo ich zum Beispiel immer wieder anfange. Ihr könnt die Rotation auch andersrum loopen. Ich habe auch gesehen mal, dass Leute die auch anders loopen. Es macht auf jeden Fall keinen Unterschied. Und zwar fängt ihr halt hier oben an. Ne? Und hier sind direkt die ersten zwei Shadowlines. Ne? Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Okay, die laufen jetzt gerade zu mir. Ne? Die killt ihr dann, diese drei, die hier sind. Ne? Hier sind dann drei. Und danach müsst ihr eine sehr lange Strecke gehen. Und ein bisschen weiter geradeaus sind dann, ist dann hier ein Shadowline. Kann man jetzt gerade schlecht erkennen wegen Remaster. Hier, hier und hier. Ja. Wenn ihr die gekillt habt, geht ihr dann wieder ein bisschen weiter links unten. Also weiter unten. Und hier befinden sich dann nochmal drei Shadowlines insgesamt. Ja. Da wo dieser Karma-Baum ist. Und wenn ihr etwas zu schnell seid, könnt ihr optionalerweise diesen hier mitnehmen. Wenn das von der Geschwindigkeit her hinhaut, könnt ihr diesen Line, der da unten an diesem Felsen ist, einfach weglassen und könnt dann einfach wieder in dieser Startposition, wo ihr eben angefangen habt, wieder anfangen. So, diese drei Hunting-Mobs waren natürlich nicht alle und zwar gibt es noch die Hirsche. Die Hirsch-Rotation befindet sich genau da, wo der Feldboss Rau-Rau ist. Und zwar ist das ein bisschen komisch und zwar laufen diese ganzen Hirsche frei herum. Ne? Ihr nehmt die Muskete und die sind eigentlich quasi One-Shot, wie man hier jetzt gerade sehen kann, wenn ihr Back-Attack macht. Ne? Auf jeden Fall, die laufen hier frei herum, ne? Dann killt ihr die hier drumherum, um euch herum, ne? Gessert sie ab, ne? Und danach arbeitet ihr euch von da unten, wo ich gerade angefangen habe, bis, also die ganzen Hirsche gehen bis zu diesem Felsen hier, ne? Ihr müsst dort halt auch aufpassen bei den Shadowlines, denn die, also es kann sein, dass ihr die pullt und die ganze Zeit noch mitten bei dem Hirschenjagen noch gestifft werden. Einen kleinen Trick will ich euch noch verraten. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht so viel Lagermates habt, könnt ihr dieses ganze Fell, was ihr beim Hunten bekommt, könnt ihr auch dieses ganze Fell zum Beispiel auch auf dem Pferd stacken. Danach tut ihr das Löwenfell oder je nachdem, was für ein Fell ihr habt, dann ins Inventar von eurem Pferd rein. Und sobald ihr dann weiter gehuntet habt, geht ihr dann wieder auf euer Pferd zurück, tut dann das ganze Fell, was ihr eingelagert habt, dann wieder in euer Inventar rein. Und dann tut ihr das wieder in euer Pferd reinlagern. Ja, das war's jetzt mit dem Naxxum Hunting Guide. Falls das Video euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein nettes Feedback oder positiven Bewertung freuen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und tschüss.